Große Umwälzungen haben die standhaften Hallen von Eisenschmiede erreicht. Die vom Werk der Titanen besessenen Zwerge bargen die mystischen Schriften ihrer Schöpfer aus der sagenumwobenen Stadt Ulua. Durch die Verwendung solch einer Schrift fiel König Magni Bronzebart einem schrecklichen Fluch zum Opfer, der seine starre Gestalt im Diamantherz von Eisenschmiede einschloss. Zu allem Übel kehrte Magnis entfremdete Tochter Moira zurück und forderte seinen Thron für sich und ihren jungen Sohn, den Prinzen des Dunkeleisenclans. Um einen Bürgerkrieg zu vermeiden, wurde das Konzil der drei Hämmer geschaffen. Eine instabile Koalition, die die Macht unter den Clans aufteilt. Nun, da politische Umbrüche das Königreich zerrütten und der Kataklysmus die es umgebenden Länder verwüstet, liegt das Schicksal Eisenschmiedes in den Händen mutiger Zwerge wie euch. Ja, geil, ich bin da. Ich nicht. Ne? Kommst du noch? Ich habe schon eine Gildeneinladung. Stufe 8, die drücke ich erstmal weg. So, ich bin jetzt auch da. Sehr gut. Warte mal, ich muss mal eben auf Vollbild stellen. Also komplett auf Vollbild. Ich hatte nämlich immer noch Fenster. Oha, das ist ja alles ein bisschen seltsam. Zurück zum Spiel. Zurück? Da bist ich sehe dich. Wo bist du denn? Ach, da. Hallo. Oh, siehst so geil aus. Mega. Schön die polierte Platte hier oben. Genau, siehst du meine neuen Zähne? Kannst du die sehen? Warte, neue Zähne? Mhm. Was beim Zahnarzt? Ja, guck mal. Boah, das ist ja mal eine Leiste. Ne, geil, oder? Ach, und kommt da noch ein Grill drauf, oder? Ja, später. Später kommt da noch ein Grill drauf. So ein tighter Rapper, weißt du? Ja, so richtig. Alter, ich muss hier erstmal mit meinem Forte-Exorzist hier. Hör doch mal auf zu schießen, Junge, das ist laut. Ich muss auch noch mal eben was einstellen, warte. Komm ich ja gar nicht klar. Auf jeden Fall, ja. Habe ich hier mal, also das Video war ein bisschen ruckelig bei mir, muss ich ja sagen, weil ich habe nämlich geschmeidige 100% CPU-Auslastung. Oh, schön. Ja. Mega. Das ist, ich muss mal eben gucken, wie ich hier mal in Dings komme. Das ist natürlich ein bisschen heavy, ne? Das ist übel, ne? Genau. Und Glock. Nee, nicht Glick, Glock. Na. Nicht so blöd zum Schreiben, oder was? Wollen wir nicht mal Hallo sagen? Ah, hallo! Genau, also, oh. Mahlzeit. Genau, liebe Leute, ihr seht gerade hier meinen UI-Frame. Und ich wollte hier jetzt ein bisschen was anpassen. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Genau, der Zwiebelpeter und ich, also der nette junge Mann hier, ich weiß gar nicht, ob ihr den hinter meinem UI-Dingern seht, der Gastdozent Glickner und AK Zwiebelpeter oder AK Markus, unser kleiner Zwergenpriester und ich. Hallo, er winkt. Genau. Genau. Ich als Paladin, also die Zockerröbe oder Billy als Paladin, wir werden jetzt hier mal die WoW. Jetzt tanzt er auch noch, ey. Alter. Hör mal. Genau, wir rocken jetzt die WoW-Welt. Das hat noch niemand vor den anderen gesehen. Es ist. Auf welchem Server sind wir nochmal? Scheiße. Nosdormo, genau. Nee, scheiße. Ja, genau. Genau. Nee, nicht scheiße, genau. Nosdormo sind wir. Nicht zu verwechseln mit der Nostromo. Die ist zwar gruselige Alien-Viecher, genau. Genau, die war woanders. Aber vielleicht treffen wir die hier auch noch. Man weiß es nicht. Weniger. Aber gruselige Sachen treffen wir hier auch. Genau. Und wir sind jetzt gerade dabei, unsere ganzen Sachen hier noch so ein bisschen zu konfigurieren. Und ich muss hier mal gerade gucken, mein Micro-Menü muss nämlich da oben. Boah, ist das laut. Vater, mach Licht, ey. Hör mir, boah. Ich muss mal ein bisschen den Sound runterdrehen, sorry. Ja. Der mit seiner Flinte und hier diese ganzen, die sich eben hier geknüppelt haben. Das war laut. Auch die ganzen Teile, die da hinten ankommen, ne? Diese komischen. Ja, diese, was sind das hier, diese Trocks, genau, die finde ich ja eh blöd. So, auch hallo von meiner Seite. Hallo. Genau, ist, ne, nicht hier, ich zeig nochmal schön
die neue Kauleiste von der Zockerrübe. Hier wunderbar auch mit meinem noch nicht konfigurierten Spelltimer-Kram und Gedöns. Und das ist, also entweder hast du, freust du dich so, mich zu sehen, oder du möchtest mir ein Auto verkaufen mit dem Lachen. Also ich freue mich voll, dich zu sehen. Na, dann ist es eine schöne Erklärung. Genau. Genau. Ja, ich bin gespannt, was hier ein Paladin und ein Priester hier, Double P on the Road. Ja, mega, oder? Hammer. Also ich meine, wir können uns totheilen. Ja, also wir haben auch schon gesagt, Priester, und eigentlich müssten wir es nennen, Zwergenpriester und Zwergenpfarrer, ne? Letztendlich schon, genau. Ja, genau. Jetzt lass mal eben gucken, was ist das denn? Pet habe ich nicht. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen, jetzt läuft nämlich unsere schöne Animation, die ihr in voller Pracht oben bewundern könnt, genau über der Minimap. Das ist ja suboptimal. Ja. Heidenei. Du hast die da, ne, so. Ich habe die da, wo hast du denn deine? Ich habe meine Minimap oben links, da deswegen, weil ich die GUI 3 nutze, und ich habe die, ja, ich ja auch, oben links, und jetzt habe ich mein Overlay habe ich oben rechts. Okay, dann mache ich das auch oben rechts. So, bitteschön. Dankeschön. Öfter mal was Neues. So, wie war denn das nochmal mit GUI 3? Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt ungefähr 2 Monate WoW pausiert und irgendwie schon alles hier komplett Brain Erase, also alles weg. Genau, so Brain AFK, ne? Genau. Wie war denn das? Migui war was anderes. Ja, genau. Migui war was anderes. Du gehst, du hältst Shift, dann die 7, also für den Slash. Und dann machst du Glock. Also G-L-O-Z. Ach, Glock, genau, richtig. Bumm, super. Herzlichen Dank. Bitte. Das hat mir als super geholfen. Ja, super. So, Pet Casper brauche ich nicht. Was habe ich denn da? Also das gleiche nochmal, um es wieder zu locken, ne? Oh mein Gott, das so viel einzustellen, ey. Was ist das denn hier für ein komisches... was ist das denn? Keiner aktiv. Warte mal, ich muss leider nochmal... Mein Gott, ist da viel einzustellen. Das gibt es doch gar nicht, du. Ich muss mich nochmal ausloggen. Ich muss nochmal... Ich will euch damit jetzt nicht nerven, falls wir tatsächlich einen Zuschauer haben. Ne, wenn es eine Einzahl ist, dich, wenn es mehrere sind, euch, nicht nerven, aber ich muss mal unbedingt hier dieses eine Add-on rauskanten, weil das brauche ich am Anfang eh noch nicht. Mhm. Ich fange ja nicht gleich an, hier in 25er Raid zu gehen. Ja, doch, direkt mit Level 1. Sofort, weißt du was? Den rocken wir auch sofort. Den rocken wir sofort. Lass uns gleich Höllschrei machen. Kein Thema. Mhm. Ja, klar. Also ansonsten würde ich aber sagen, wir kaufen uns jetzt einfach das Level ab, oder? Ja, auf 90 direkt, ne? Ja, hallo, natürlich. Ja, ist eh klar. So, Pforte, hier. Pforte. Genau, mach mal die Pforte auf. Pforte. So, wieder neu in der Welt. Zeigt er das jetzt da an, wenn ich das da hinmache? Egal, gucke ich. Ich bin aber, also entweder liegt es wirklich an dieser Streamerei und dieser Umrechnerei, weil ich habe das ja auf der SSD liegen und es dauert echt ewig, bis der hier was macht. So, jetzt ist wenigstens mein Display einigermaßen frei. So. So, warte, jetzt muss ich mal ein bisschen die Mucke auch noch lauter machen. Zumindest ein klein bisschen. Soundkanäle hier, niedrig. Was? Hier läuft Musik. Gesamtlautstärke. Hier läuft doch keine Musik, oder? Gesamtlautstärke 100 will ich aber jetzt auch nicht. Ich warte, ich muss mal eben gucken, wie das jetzt auf Twitch sich anhört. Moment. Was klopft denn da bei dir? Das ist quasi Inception, WoW in WoW. Irre. Ja, ich bin hier gerade, ich habe gerade die Kopfhörer abgezogen. Ah. So. Bei mir klopft nichts, außer der Nachbar. Ich dachte, du spielst mit dem Headset. Ja, ja. Muck das Ding und...
Ah, okay, jetzt geht das. So, die Kopfhörer wieder auf. Okay. Leute, wenn das zu laut ist, schreit mich an über den Chat. Ne? So. Das, ja, also das sollte. Oh, was habe ich denn da jetzt für ein feines Teil? Oh, ich habe schon Kreuzfahrerstoß. Alter Falter. Steingestalt. Was hast du? Oh, ich habe schon Kreuzfahrerstoß. Wo bist du denn? Hier, hinter dir. Ach so, weißt du, was wir eigentlich mal machen könnten? Nö. Hier, Fupp und dann diesen hier. Genau, annehmen, schwupps. Ja, so, gleich mal hier eine Party, People. Party, People, was mache ich denn für einen Diddle? Gastdozent, der Entdecker oder der Geduldige? Komm mal, ich mach mal der Geduldige. Ach so, weil die Dinger, die waren ja übergreifend, ne? Ich mach den Entdecker. So. Oh Gott, ey. Entdecker. Der Entdecker. Ey, das ist so krass. Ich kenne mich hier überhaupt nicht mehr aus. Nö, ich mich auch nicht. Nee, jetzt echt mal kein Scheiß. Wie war denn... Ach, hier unten. B war Wartetage, genau. So. C war... Ach, C war Charakter, genau. So. Genau, C ist Charakter. P ist dein Zauberbuch. Ja. P. Ah, ja. So, was habe ich denn da nochmal? J ist die Gilde. Ja, gut. Haben wir nicht. Haben wir noch aber nicht. Wo kann ich denn meine Rufnummer auswählen? Welche Rufnummer? Deine Telefonnummer? Ja. 0177110. Kriegst du immer jemanden. Genau, Ruf. Den Ruf meinst du jetzt, ne? Nein, nicht den. Nee. Ich habe mich jetzt versprecht. Ich meinte den Titel. Den Titel kannst du unter C aufrufen und dann gehst du auf. Ach ja. Unten rechts den Pfeil nach rechts. Charakterinformation. Genau. Also ihr seht schon, Leute, wir sind so ein bisschen verpeilt hier, aber ich hoffe, das macht euch Spaß. Ach da, okay, ich habe nur den Gastdozenten, ist egal, dann bin ich, bin Priester, ne, so. Genau, du bist Gastdozent bei mir in einer, warte mal, was bin ich nochmal geduldig, ne? Warte. In der Uni des Lebens, genau. Genau, in der Uni des Lebens, ich bin der geduldige Pfarrer, der die kleinen Jungs geduldig, ja nee, komm, lass mal das. Okay. Wollen wir hier mal anfangen und den Onkel mit dem Ausrufezeichen mal hier mal anquatschen? Ja, guck mal, aber warte, ich muss dich erst noch mal eben kurz, wir haben uns ja jetzt in eine Gruppe eingeladen, ne? Ja. So, jetzt mache ich mal Spieler melden wegen Cheating. Nein, Quatsch. Battletech-Freund hinzufügen. Ach ja, guck an. Anfrage senden. Kannst ja nachher gucken. Ja, genau. Müssen wir nicht jetzt machen und ich mach das. Genau. Ist das eigentlich dann bidirektional oder wie läuft das? Was für ein Ding? Na, kriegst du dann meine auch oder muss ich dir auch noch eine schicken? Nö, du nimmst die an und dann ist gut. Okay. Also ich hoffe mal, dass meine Aufnahme auch einigermaßen läuft hier irgendwie, weil ich bin jetzt teilweise gerade mal, wenn der hier ballert. Alter, was ist denn jetzt los? 7 Frames. 19, 31. What the fuck? Das lief gestern im Test mit Dead Space aber alles ein bisschen besser. Hast du alles aus? So nebenher so? Na, ich mache jetzt. Ja, was heißt alles aus nebenher? Ich mache jetzt hier mein. Ich habe nur WoW und halt alle Skype laufen. Also ich gucke jetzt hier gerade noch mal. Ups, falscher Fehler. Ja, da müssten wir mal gucken. Also wollen wir mal anfangen zu spielen? Ja, genau, auf jeden Fall, machen wir. Moment, ich schieb noch mal eben hier meinen Raid-Dinger, 15er Raid kann dahin, okay, Loot kann dahin, Vehikel, tralala, okay, ich habe gerade nur noch mal eben schnell was angepasst und ich habe meine Gruppe ein bisschen höher geschoben. Genau, sollen wir den Joren mal anquatschen? Warte mal, Left-Click zu Drag. Nee, das war's falsch. Irgendwie muss ich das alles nochmal offscreen machen, genau. Okay, jetzt habe ich eine Quest. Die müsstest du auch haben.
Eindringling der Felsenkiefertrox getötet. Warte. Warte, war das nochmal L, ne? Nee, die Stellung halten. Tötet sechs Eindringlinge der Felsenkiefertrox. Ach, warte mal. Ja, ja, genau. Die Stellung halten. Mhm. Genau, den der Knaller hier hat. Na gut, die müssen wir ja hier einfach nur platt machen. Ja, oder wenn die hier runterkommen. Ja, dann machen doch die Zwerge die meisten schon selber platt, oder? Ey, bleibst du hier, Junge? Bleib. Oh. Bist du? Halt. Hier. Junge. Genau. Hammer. Schwupps. Ja, komm. Boah, heute werden wir noch reiten können. Ja, wir werden heute noch 15. So, dann komm mal her, Kleiner. Hier gibt es auch noch was. Hier, guck. Schaufe Fresse. Für alle. Aufs Fress drauf, aufs Fressbrett. So, Hälfte ist. Oh, ich habe 2 Kupfer. Du bist reich. Ja, voll. Hier hinten ist auch noch einer. Oh, du mach den noch mal kaputt, Junge. Junge, mach den kaputt. Ey. Mach den kaputt, Junge. Komm mal, lass mal den Paladin ran. Oh, der Paladin kriegt auch nichts gebacken, ey. jetzt haben wir 5 von 6. Wir brauchen noch einen. Guck mal, hier hinten sind auch noch welche. Aber ich habe da auch einen platt gehauen. Der kann sein, dass der für dich auch noch was hat. Jo. Der liegt hier rum. Und hier ist auch noch einer. Wir haben es, glaube ich, fertig, ne? Ja, ja, genau. Okay. Jetzt ich sollte mal 6. Autoloot anmachen. Oh, ein Häschen. Kannst du auch mit Shift, ne? Ja, ich weiß. So, was nehme ich so, Quetz beenden. Quetz beenden. Nächste Quetz. Warte mal. Lederstoff Kette. Wir nehmen natürlich Kette. Und die nächste nehmen wir auch an. Und dann nehmen wir erstmal die Kettenbuchs an uns. Und ah, da ist noch eine Quest hier. Oh, wo? Wo? Na hier. Oh, da. Beim Sten. Sag mal, liest du die eigentlich vor? Nee. Verwendet Stens, also nur die Questziele. Verwendet Stens Erste-Hilfe-Set, um 4 verwundeten Gebirgsjägern der Eisklamm zu helfen. Okay, dann machen wir. Genauso machen wir das. Jetzt warte mal eben, was wollte ich denn jetzt nochmal? Da war doch noch eine andere Quest. Ne? Hilfe den Verwundeten, das ist ja das, was wir gerade angenommen haben. Und dann haut sie, ne? Stümper der Felsenkiefertrox getötet. Genau, das sind die hier hinten. Ja, komm mal. Dann lass die also mal. Bei den Zwergen, die hier so ein Bückling machen, da müssen wir halt dieses Set anwenden. Hier, so, ach so, bitteschön. Der arme Kleine hier, genau. Da genau. Haben wir dann das Set. Genau, oh, die zählen für uns beide. Und die Dicken, die hier hinten stehen, das sind die, die wir jetzt umnocken müssen. Hm, die komm, hier. Ich tu mal eben Stümper noch den der. Hier, genau. Ich tu mal noch eben den hier. Schwupps. Ja, ach nee, der bückt sich ja gar nicht. Der ist so klein. Moment. Der haut mich. Okay, und dann haben wir noch hier hinten wow. Einen. Also verwundete Gebirgsjäger haben wir alle. Wo bist du? Na hier, ja. Ich habe schon den ersten von den Dicken gelegt. Boah. Aha. Du bist der Knaller. Ich weiß. Moment. Mach ein Platt. Gib ihn mir. Boink. Wunderbar. Guck mal, hier jetzt den rechts. Schwupp, fest fertig. Mega. Das geht ja so flott mit uns kleinen Wutzels, ne? Das läuft. Guck dir das an, ey. Wo bist du denn eigentlich? Da hinten. Genau hinter dich. Hinter dich hinter. Hinter mich hinter? Mhm. So, hier, einmal. Genau. Einmal ihn. Quest beenden. Bim! Level up. Boah, GZ. Geil. Level 2. Mega, wir sind bei 90. Hammer. Schaffen wir heute noch alles. Ja, und jetzt sind wir hier. Was hast du für eine Ambossa abriegeln. Stoff, Kette. Ich krieg einen Gürtel. Oh, Quatsch. Ich doof. Sprecht mit Jona, Eisenquelle in Ambossa. Okay, warte. Genau, die Füße kann ich mir auch mal anlegen hier.
Super. So, und dann müssen wir, ich glaube, wir müssen hier hoch, Hier, ne? genau, wir müssen jetzt, glaube ich, ach so, hier in den da rein, genau. So, sit. Wir müssen in den da rein. 26 Frames. Hallo, haben mir schon meine Facebook-Freunde geschrieben? Nein, schade. 6, 27. Oh Mann, ich glaube, ich muss hier echt noch was an dem Rendering da ändern. Das ist ja. Das Oh. ist nicht das, was ich mir gedacht habe. Boah, bei mir Ja? macht er aber auch komische Sachen. Auf einmal schmiert er völlig die Maus ab. Die Maus. Ja, Okay. dann ich renne geradeaus und dann ist plötzlich, dass ich nach oben, links, rechts irgendwo in die Ecke gucke. Ach, Völlig das habe ich auch komisch. schon öfter mal So gehabt, ein ja. Glitching, Ja. weißt du? Genau, wo ist denn Jona? Hier. Ey, lass, die habe ich zuerst gesehen. Das ist meine Puppe. Hey, hallo Mäuschen. Hallo. Hallo Puppe. Hallo. So, Amboss abriegeln. Raus mit euch. 15 EP, Alter, das läuft. Ja, mega. Oh, gleich zwei Quests. Wir brauchen, ja, Zwerge, wir brauchen Bier. Und was trinken wir beim Zwergenspielen? Also ich trinke Wein. Ich weiß, ich habe bloß kein Bier mehr da. Und du? Ich habe noch ein Bier, aber ich trinke auch gerade Wein. Gemischt oder was? Nee. Ja, klar, ey, geil. Oh, Gehaut rein. Bringt je ein Fässchen Sturmhammer, Starkbier, Theramore, Hell und Gnomenbräu an euch. bleibt auf dem Und die andere Quetz ist geweihte Rune. Lest Yes. die geweihte Rune und sprecht mit Bromos Grummler in Ambossa. Bleibt sauber. Ach, guck an, und ich muss mit Branstock Calder in Ambossa reden. Oh, Alter, wat? Und somit trennten sich unsere Wege. Warte mal, ich habe hier noch einen. Hier Na, ist noch guck eine. mal. Ey, hier ist auch noch einer. Genau, wer ist das denn? Grundel Grundel Harkin. Beschafft fünf vergessene Zwergenartefakte. Seid auf der Hut. Fort mit euch, jawohl. So, hier hinten ist gleich einer zum Quest abgeben. Guck mal, ach hier, guck, das ist mein Paladin-Lehrer. Ach, guck an. Den Und ich hier ja hinten ist wahrscheinlich dann mein Dingslehrer. Priesterlehrer. Na, so ein Zufall. Yeah. Genau. So, Okay. geheiligte Rune. Geweihte Ah Rune. ja, so, benötigte Gegenstände. Ja. Was? Okay. Die Macht des Lichts, seid ihr bereit? Wunderbar. Okay. Okay, Nein, ich ich kann will einen neuen jetzt noch nicht Zaul, in eine ne? Gilde, ey. Hau ab hier. Ach. Erreicht Stufe 3, um das Siegel des Befehls zu entfernen. Erlernen. Entfernen. Wirkt das Siegel des Befehls auf euch selbst und schlagt dann eine Trainingsattrappe am Eingang zu Ambusar. Mögen So, warte mal, habe ich jetzt einen neuen Zauber gelernt? Warte mal, das war unter P, ne? Glaube, Nee, man noch? müsste die. Nee, noch nicht. Aber, ach so, erreicht Stufe 3, um Schattenwort Schmerz zu erlernen. Genau. So. Mann, und immer springt diese blöde Tastatur hier um auf WoW. Jetzt war ich eben bei 11 Frames. Das liegt einfach daran, wir haben hier nämlich so eine super coolen Überwachungskameras-Plugins, ja, die einfach so ein, diese unnötigen Frames so, ja, ab 5 darüber einfach wegnehmen, ne? Ist Wo der letzte bist du? Schrei. Ach, da bist du. Du, wir Ja, ach müssen so, hier hier. raus. Und dann müssen wir erstmal Stufe 3 erlangen. Und dazu müssen wir hier hinten die Bierdinger holen. Ich dachte, jemand auf die Fresse hauen. Nee, dann holen wir erstmal das Bier. Warte. Genau, also hier rechts. Hier, ah, guck mal, hier leuchtet schon ein Bierfass. Ach da, auch so eine kleine Bierfässer. Ich dachte, das sind die großen. Ja, nee, das sind die kleinen. Guck mal, ich habe schon eins. Nee. Das zählt. Ach so, doch, ich kann auch Oh, guck mal. anstechen. Guck mal, Wie guck mal, geil, die guck werden mal. angestochen. Ich kann nicht. Ich, was denn? Oh. Vergessenes Zwergenartefakt. Was ist das denn? Musst du auch mitnehmen. Die Dinger, die hier leuchten. Ach so, ja, die müssen wir beide sammeln. Im Scharnier. Ein Häschen! Oh, guck mal, wie süß. Wie süß! Wollen wir es töten? Ja, bring es um! Ich habe Angst vor Nein. Häschen. Er frisst dich auf. Ja, also, Wo komme ja, ich ich denn jetzt? meine, seit, ne, hier, Ritter der Kokosnuss, habe ich sehr gespaltenes Verhältnis zu Kaninchen. Ah, Alter, das nächste Fass ist da hinten. Ich habe hier gerade noch so ein Dings gefunden für mir. Irgendwo am Arsch der Welt. Ah Ein ja, ist noch so vergessenes ein. Zwergenartefakt. Ja, Ach, da genau. hinten. Ah, Genau, die hier ist Fässer noch zählen eins. ja. Das ist deins. Ja, ich kann ja mal das Fass holen, weil die Fässer zählen nämlich, glaube ich, für uns Beide, beide. ne?
Also sprich, die kann dann jeder anstechen. Bumm. Ah, komm, stech mal das Fass an. Und hier ist noch so ein Teil für dich. Guck hier. Ach da. Fupp. Genau. Jetzt brauchen wir noch ein Fässchen Gnomenbier, Gnomenbräu. Das ist hier auch einfach weiter geradeaus. Genau, das muss jetzt hier irgendwo sein. Hier oben irgendwie, oder? Nee, das muss doch... Hä? Warte mal. Ich warte. Hä? Ja, das ist da oben irgendwo. Das muss da irgendwo sein, ja. Oder das haben bestimmt die Karnickel versteckt. Andere noch, das andere noch fälschlicherweise an, irgendwie so. Hier ist noch was für dich. Ja, ich habe aber auch schon, glaube ich, wieder eins. Wie viele hast du jetzt von denen? Ich habe jetzt pfup, 3 von 5. Okay. Aber egal, guck mal hier hinten, gehen wir nochmal eben weiter. Würde mich ja nicht wundern, wenn dieses scheiß Fass wieder in irgendeiner Höhle liegt. Ja, das kann auch sein. Guck mal, hier ist noch so ein Möppi. Hier links. Oh, oh. Hier, guck so hier. Ach, ich gucke da. Mhm. Genau, hier liegt auch noch direkt eins daneben. Das nehme ich mal gerade. Und. Boah, dann ist meine Maus schon wieder rumgepimmelt, ne? Die dreht sich plötzlich von, keine Ahnung, 0 Grad auf 180 Grad. So einmal so. Oh, ein Wolf. Hilfe. Ja, das hatte ich auch schon mal. Hier ist auch noch so ein Mappy. Ja, aber das ist doch deiner, oder? Da meiner. Ja, okay. Nimm. Ups. Aber wo ist denn jetzt dieses blöde Fass? Das ist ja eigentlich ganz. Nee. Nee, das Fass muss Fässchen Theramore Hell. Das muss. Ach ja, aber weißt du, wo das ist? Das ist quasi, wenn. Ja, rechts von Amboss, wir laufen hier in eine ganz falsche Richtung. Ja, aber wir wollten ja erstmal die. Ja, die liegen hier überall rum. Die Schneekackhaufen haben. Die Hasenkekel. Mhm, genau, wir müssen jetzt eigentlich eine Runde nochmal zurück. Ja. Wie und spätestens jetzt vermisse ich schon wieder das Reiten oder Fliegen. Hier ist noch eins. Er ist deiner. Ich brauche nur noch einen. Dann du wahrscheinlich auch. Nee, ich meine Theramore Hell, okay. Nehme ich das. Was? Das haben wir doch schon. Ja, muss doch jeder, glaube ich, einzeln aufsammeln. Das Bier, ja. Theramore also, Hell, genau. Und genau. Jetzt bei mir klingelt's. Genau. Und dann hinten, wir müssen wieder ganz nach Ambossard zurück. Ja, sag dann, ich ja. Genau, da hinten. Ja. Aber hier, ich brauche noch eins von diesen Dingern, von diesen Artefakten. Boah, jetzt hör auf zu klingeln, ich habe jetzt keine Zeit. Danke. Ah, hier, okay. Hast du sie noch alle? Hast du sie noch alle, sag mal? Genau, hast du sie alle? Jetzt habe ich sie alle. Alles klar, okay. Wo bist du denn? Du bist doch schon wieder vorgerannt, oder? Ja, genau, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum nächsten Fass. Und das du bist so ein Griefer, echt, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Erster Erster, ich will Erster sein, Erster, Erster, Erster. Genau, ich renne jetzt gerade über den Friedhof. Ich bin der Erste auf dem Friedhof. Boing. Ich habe das Fass gefunden, ich habe das Fass gefunden. Willst du noch zu mir kommen? Ja, muss ich ja, ich brauche das Fass auch. Ja, dann komm mal her. Ganz schön schnell für so einen kleinen Zwerg. Ja, ne? Kurze Beine, ja. Lange, lange Nase. Lange Ausdauer. So. Also, bim. Einmal Fässchen Gnomenbräu. Jo, genau. Schwupps. Boah, 16 Frames. Wieso ist das denn so? Ich verstehe das nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Weil ich habe jetzt hier 202 Frames per Second. 202? Ja. Wie, du hast 200 Frames beim Upload? Ne, hier in WoW sagt er mir das an. 217 Ach so. Frames per Second. Nein, ich gucke ja gerade, was der, hier der, wie heißt er, OB Dingensbummens da, der Broadcaster, was der rausschaufelt. Ja. Und das sind 22, jetzt waren es 30. Let's ruckel. Allerdings, das mit meiner Maus verstehe ich auch nicht, weil die geht hier plötzlich immer ab. Das ist nicht so schön. Egal. Gucken wir mal auf Jonah, ne? So, da ich ja nur einen Monitor habe. Wir haben alles da. Gucke ich jetzt nochmal auf Twitch, was da so am Stissel ist. Mhm.
So, das Wichtigste zuerst. Genau, das Bier haben wir. Quest beenden. Quest beenden. Und wie sieht es So. aus? Ja, gut. Ja? Also ich hab zwar, ich habe keinen Zuschauer. Ich bin ganz alleine. Ich habe auch nur einen Zuschauer und das bin ich selber. Ach echt? Das ist, traue keiner Statistik, wie war das, die du nicht selbst Ja, genau. bescheißt? Sehr geil. Okay, dann quatschen wir mal die Alte hier an. Fässchen Strom haben wir. Ich gebe das Bier jetzt mal ab. Erlangt drei Wildschweinschenkel mit und vier struppige Wolfsbälge. Na, das kannst du haben, Mäuschen. Und wir farmen hier Ruf ohne Ende, wa? Erlangt drei Wildschweinschenkel, Dralala und Hopsasa. tralala, tralala. So, warte mal, wie war das denn hier, wenn man jetzt erweitert? Wie war das denn hier im. Ach, Interface und dann. Namen. Hast du auch schon beim Nee. Rüstungsschmied den Rummel abgegeben? Nee, noch nicht. Schnell plündern. Ich wollte nämlich mal das Schnell plündern anmachen. Das geht mir nämlich immer so ein bisschen auf den Wecker. So, jetzt hier. Besorgt fünf unbezahlbare Felskiefer-Artefakte von den Strauchdieben der Felsentrocks. Na, machen wir doch. Und dann sind wir ja ganz bestimmt schon Level 3, nicht wahr? Jo. Ey, wieso rennt meine Maus immer an den... Die ist in der Bildschirmmitte und plötzlich springt die zum Bildschirmrand nach unten. Na sicher. Ja, echt? Ohne Scheiß. Ja, ich weiß, ich hab das auch mal gehabt. Was ist Ich das? hab noch nicht mal die, ich war, hatte zum Beispiel bei WoW auch noch nicht mal die Maus in der Hand, weil ich gerade mit jemandem im Chat geschrieben habe. Und auf einmal gucke ich steil nach oben, dass du denkst, du brichst dir das Genick. Ja, was ist das? Warte mal, immer eben gucken, ob ich das. Ja, Was das ist? Komisch. das ist komisch. Aber wieso ist das so? So. Interfatze. Nee, Interfatze geht nicht. Beim Steuerung. nächsten Let's Play hauen wir uns richtig eine in eine Kammer und machen dann hier Drunken Let's Play. Ja, genau. Oder bei jedem Mal, Mouth. weiß ich nicht, bei So. jedem Mal irgendwas müssen wir einen kurzen nehmen. So, Maus-Sichttempo ist langsam, Maus-Empfindlichkeit ist mittel. Nach World of Warcraft mit Gaming-Maus suchen. Willst du mich verarschen? Was? Was? Wieso springt die immer da runter? Ich verstehe das nicht. Könnte Ich nicht auch nicht. gefunden werden. Maus umkehren. Ich will auch keine Maus umkehren. Ich will einfach nur, dass die Maus richtig funktioniert. Ah, Mann. Warte mal eben. Ich mach mal eben noch mal kurz auf Interfatzer. Ich warte. Ja, ich muss da eben mal nachgucken. Und dann Fenster. Okay, und dann gehe ich mal eben in meine Systemeinstellungen und dann Computer. Nee, Quatsch, nicht Computer. Das sieht so geil aus mit dieser Axt, mit diesem Ding hier auf, mit dieser Wurzel auf dem Rücken als Priester. Wo kann ich denn in Windows 7 die Maus einstellen? Du gehst auf Start, Systemsteuerung. Und dann gehst du auf Hardware und Sound, müsste das doch sein, oder? Nein. Boah, die springt immer nach unten. Das ist doch voll ätzend. Gib mal oben links in dem Suchefeld einfach Maus ein. Maus. Und dann kommst du gleich oben auf so eine. Maus, genau. Auf so eine Maus, genau. Kommst du auf so eine Maus? Ne, mit dem Mäuschen kommt auf Mäuschen. Zeiger, kein Schema. Okay, normale Auswahl. Bla bla bla. Zeiger Schatten aktivieren. Hier kein Zeiger Schatten. Was mich gerade etwas verwundert, wo ist denn eigentlich meine
meine Erfahrungsleiste. Sag mal. Ist sie weg? Habe ich die ausgeschaltet? Interface. Anzeige. Ach, Gildeneinladung blockieren. Na, hervorragend. Machen wir doch gleich mal. So, zeige Option. Hardware. Okay. Warum springt die immer nach unten? Ich verstehe das nicht. Hast du WoW eigentlich in der höchsten Qualität laufen? Ja, genau, im Dings. Also Ultra Oberhammer. Ultra Oberhammer, mega geil. Bombenmodus. Ja, genau. Okay, vielleicht müsste man da noch mal einen Ticken runtergehen. Ich muss noch mal eben hier in Erweitert gucken. Allgemein Mauszeiger mal, über Projektor anzeigen. Du konntest dir doch deine bescheuerte Leiste anzeigen lassen. Ey, Alter, nein, ich will nicht Audition öffnen. Ah, das geht mir auf den Sack, dass das immer nach unten springt, die Maus. Das ist ja ätzend. Chatcom. Funktionsweise der Maus ändern. Warte, ich muss mal eben kurz im Internet gucken. Maus springt nach unten. Ja, irgendwas. Maus springt. Dann steht, kriegst du jetzt als Antwort, machen Sie die Käfigtür zu. Aha, genau. Maus springt sporadisch hin und her. Okay. Hast du unten vielleicht einfach nur Dreck drunter? Okay, nee. Oder ein Krümel oder ein Haar auf der Tischplatte liegen oder auf dem Mauspad? Warte. Ey, sag mal, ich kriege jetzt hier echt gleich ein Kind. Ich gucke hier gerade mal in Dings im WoW-Forum. Da gibt es wohl mehrere, die das Problem haben. Mal eben gucken. Panels. Eben durchschauen hier. Also oder gibt's bei dem Dings hier, dem Dreier, keine Dingsanzeige mehr?
Welchem Dreier? Ach, ich bin so doof. Ich bin ja so doof. Nein, dem, wie heißt das Ding, was wir hier nutzen als Oberfläche? Ich bin so doof. Die ist ja oben über der Minimap. Mhm. Und ich dachte, meine Statusleiste ist weg. Lalala. Macht ja fast nichts. Es haben einige Leute das Problem, aber es ist immer noch kein Maus springt sporadisch. Immer noch kein Dings aufgetaucht. Keine Lösung. So. Mann, Alter, ich werd gleich verrückt mit der Scheiße, ja. Also hier geht es auch wieder. Muss ich mal gucken. Na, jetzt springt es schon wieder runter. Ey, unglaublich. Das habe ich noch nie gehabt, ne? Das ist ja nicht so schön. Nö. Ziemlich blöd irgendwie. Ist das hier meine Petbar? Nee, es ist auch nicht. Ach, die, was ist denn bitte die Classbar? Player Classbar. Warte mal, ich muss mal gerade gucken, ob da an der Maus irgendwie was komisch ist. Das jetzt? Gucken, wenn ich das so mache. Ne, springt immer noch. Ne, Origin will ich auch nicht. Mann, macht mir das doch den ganzen Scheiß hier weg. Alter. Nam Gaming Maus. Okay. Komisch. Ne, der springt hier wild durch die Gegend, komischerweise. Aus irgendeinem Grund. Und verzerrt dir dann die Sicht quasi damit, oder wie? Nee, ich habe meine Maus plötzlich im Bild und plötzlich springt die nach unten auf den unteren Rand. Mhm. Das heißt, du bist dann irgendwo und willst irgendwas greifen und dann springt die Maus an den unteren Bildschirmrand. Das ist ja nie so doll. Nö, das ist ziemlich ätzend. Und ich weiß nicht, was er tut. Zack, da ist sie wieder unten. Keine Ahnung. Kannst du bei WoW die Mausempfindlichkeit einstellen? Ja, ich kann da Maussichttempo einstellen, Mausempfindlichkeit, genau, hoch. Dann nimm die mal ein bisschen weiter runter. Ja. Also ich habe es bei mir nämlich einfach in der Mitte und komme damit mit einer relativ einfachen Bewegungen von links nach rechts rüber. Also das ist jetzt nicht so, dass ich hier Ewigkeiten scrollen muss. Nö, bei mir auch. Aber dann plötzlich hakt die und zack ist sie unten. Hm. Warte mal, vielleicht muss ich ja auch ein Razer Naga Update durchführen. Warte. Razer Naga. Das Kacki, ey. Jupp. So, wo leben wir denn? In Deutschland, ne?
Ja, sag mal, wo leben wir denn? Bei der Hottentotten oder was? Genau, Razor Naga Support. Software. Drivers. So, Razor Naga. Für den PC. Razer Mais. Und dann Razer Nagas. Ich glaube, das ist die. Add-ons, Firmware-Update. Standalone Legacy Driver. Ich glaube, ich halte meinen Stream nochmal an, obwohl ich jetzt genau 2 Visitor habe. Ja, ich auch. Ja, lass durchziehen, ey. Lass jetzt durchziehen, ist doch kein Problem. Komm, dann machen wir jetzt noch schnell. Download now. Nur noch einer. Wegen meiner Ruckel. Ja, ich habe jetzt auch nur noch einen. So. Ich glaube, da muss man einfach an der Prozesspriorität vielleicht was ändern, dass es nicht auf above normal, sondern nur normal ist oder so. Mhm. Oder ich muss einfach nochmal wirklich die GPU halt rannehmen, dass ja. Der wirklich primär über die GPU rendert und dann einfach aufs ultra hohe oder so. Aber scheiß doch im Endeffekt auf die Dateigröße soweit, weil das schafft man dann ja andersrum wieder. Ja, genau. Ich habe ja auch meine ersten Videos auf YouTube so gerendert mit meiner Grafikkarte, bis ich dann auf ja, das Forum gekommen bin und dann letztendlich auch auf Demon gestoßen bin und halt den SSM. Mhm. Und habe dann, ich glaube, 8 Videos, also gute 4 Stunden, 3,5 Stunden Spielzeit nochmal neu gemacht und dann eben mit dem Ding gerendert. Und dann war ich echt so richtig so, what? Weil die Dateigröße einfach mal die Hälfte kleiner war zu dem, was ich mit Bandicam gekriegt habe. Und da habe ich nämlich direkt codiert live irgendwie so ein Format mit meiner GPU. Ja. Und ich hatte absolut keine Probleme, überhaupt nicht. Das Ding hat ich weiß gar nicht, was das für ein Spiel war, echt super geil gerissen. Das kannst du ja auch machen mit deiner Nvidia. Da gibt es ja dieses Cooper oder wie das heißt. Ja, genau. Ja. Ich muss mein Spiel jetzt gerade mal neu starten. Oder beziehungsweise alles neu starten, nachdem ich das installiert habe. Na toll. Ja, genau. Und ich lasse den Stream aber jetzt einfach, der wird gleich wahrscheinlich auch aufhören, aber ich starte dann einfach nochmal. Na, dann kann ich ja auch mal schnell starten, weil dann kann ich ja mal meine Dinge, meine Settings nochmal anpassen. Genau. Okay, also ja. Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn irgendjemand zugucken sollte, außer wir selber. Genau. Genau. Bleibt dran, wir sind gleich wieder für euch da, nur für euch. Wir spielen es ja nicht, weil wir Bock haben, sondern wir spielen es nur für euch. Genau. Bis Glickes. Bis Glickes.